Was hat denn der Dicke jetzt da über mich hinweg? So. So, da bin ich wieder. Willkommen, willkommen. Was geht? Wer ist bereit, um weiter Splatoon zu spielen? Ich nicht. Doch, ich bin bereit. Das ist doch ein Nudelsieb. Ja, das ist ein Nudelsieb auf meinem Kopf. Und hast du was dagegen? Ja, genau. Wir spielen Splatoon weiter. Ja, ich glaube tatsächlich, weil die ganzen Sachen, die bei dem Simon waren. Oh Gott, da ist er schon. Jetzt geht's los. Hallo? Ah! Ah! Na, alles klar? Ja, ich bin bereit zum Abkassieren. Zum Abkassieren? Das ist, was ich gestern geguckt habe. SpongeBob? Ja. Jetzt bleib mal ruhig, sonst kriege ich doch einen Herzinfarkt. So. Ich erstelle einen Raum. Ich erstelle einen Raum. Ich erstelle einen Raum. Ich habe einen Raum erstellt. Raum erstellt. Weißt du was? Du hast Switch Online leer gefahren. Weißt du was noch? Du hast das Internet leer gefahren. Nein. Und darüber hinaus? Wir sind mitten im Disconnect-Reich. So, wer kommt noch dazu? Wer ist noch hierbei? Oh. Hat man dich etwa die ganze Zeit alleine spielen lassen, oder was? Kitty war noch dabei. Ah. Deswegen, weiß ich nicht, ob jetzt Kitty noch mitspielt. Jetzt, wo ich das Interview dabei ist, nicht mehr. Ja, dauert ja auch ein bisschen mit. Bis die Nachricht kommt. Aha. So. Dann wollen wir doch mal. Oh. So, Nintendo, ich bin voll. So, Nintendo, ich bin mit. Push your Disconnects. Ja, mal und sehen. Du, Chaos, Nintendos, Produkte. Das ist gerade so eine Switch-Aktion. 3 Spiele kaufen, 111 Euro bezahlen. Das lohnt sich ja bei so neuen Spielen eigentlich ganz gut. Ja. Ja gut, was heißt neu? Wenn ein Breath of the Wild dabei ist? Ja, ich glaube, also bei den Elektrohändlern ist das auch dabei. Ich weiß da aber die Preisspanne gerade nicht. Ich glaube, Breath of the Wild liegt eigentlich gerade ganz gut beim Preis. Ach, Luigi wollte dazukommen. Meine Schwester würde jedenfalls mitspielen, wenn noch andere dazukommen. Gehe gleich mit ihr alleine spielen, wenn wir voll sind. Ich weiß jetzt nicht, wer noch mitspielen möchte. Ach, Luigi wollte uns ärgern. Ach, das ist ein Gegner, der springt ja einfach vor mir und haut ab. Oder nicht haut ab, aber der war, glaube ich, selber verwundert. Ja. Würde sonst gleich mit ihr dazukommen. Ja, sagt an, wer dazu mitspielen möchte und dann können wir das organisieren. Nee, ich weiß nicht, da war Pokémon halt drin, aber ich spiele ja kein, also beziehungsweise, und ich will denen ja kein Geld geben. Und sonst weiß ich nicht, das neue Fire Emblem, ich glaube auch Splatoon 2 und 3, ganz viele Indie-Spiele, lohnt sich das natürlich nicht, weil die kosten ja so schon 30, 40 Euro, also warum soll man denn da, ne? Aber, also es waren ein paar Kleinigkeiten bei, da wollte ich mal so rumgucken, vielleicht lohnt sich das ja. Ah, was war das denn? Tintegrator, hab ich ja ewig nicht gesehen. Der überdimensionale Haartrockner ist das. Ich hab den nicht saugen sehen. Auf Ehrensache. Ehrenbar. Aber er will das. Aber er muss doch weiter. Er muss. Ich bin kein Grund, auch so nicht ins Splatoon gebrauchen. Ja, wer weiß, vielleicht. Also, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass du heute dabei bist, deswegen freue ich mich. Ah, komm, Luigi. Wer will denn jetzt hier wieder spawnen? Wir sind bei uns in unserer Base, würde ich sagen, oder? Also ich bin jetzt die ganze Zeit vor den. Ja, jetzt bin ich auch tot. Ja, das machen die ganze Zeit. Ich habe auch keine Ahnung. Ich hatte vorhin so, ich weiß gar nicht, wie viele Kills waren das? 13, 14, 16? Ich hatte echt viele Kills. Muss ich vielleicht nochmal nachgucken. In einer Runde, weil die Gegner sind auch nicht gut, aber die kommen alle gleichzeitig an. Geh weg. Ah! So, das sollte den Leuten eine Lehre sein. Hä, wie oft muss ich denn auf die draufballern? Ja, alle 4 auf einmal. Hatten wir diese Map schon mal?
Nee, das ist eine der neuen Maps. Ja, weil ich habe die vorhin schon gespielt und dachte mir so, ja gut, die habe ich schon gesehen, so, dass es die gibt, aber ich glaube, ich habe darauf noch nie gespielt. Ach komm! Keinen einzigen Random Kill, das ist schon ziemlich erstaunlich. Ja, ich glaube, ich springe jetzt einfach zur Seite runter. Ach ja, der Dreifarbkampf habe ich schon gesehen. Also der wurde wohl umgeändert auch. Also dass du auch jetzt wohl, also dass das unterschiedlich ist mit Verteidigen und Angriff. Ja, ich sterb direkt hier. Und die Runde ist diese Höhle, wo ich immer sage, die erinnert mich so an Metroid. Die ist die Dreifarbkampf. Aber das ist halt erst morgen, ne? Ja. Ja, da war ja mal Haus hoch verloren. Ja, läuft. Bin nur gestorben. Da sprichst du gerade was an, weil ich dich schon beim nächsten Mal Simon Run fragen wollte, ob du da, ja, wie soll ich es formulieren? Einen neuen Weltrekord manchmal aufstellen, wenn ich das sage. Im Sterben oder was? Ja. Ja, es ist echt schlimm, ich weiß. Ist halt, ich in ein paar Runden so gucke ich dann so, hä, der Bass hat jetzt hier und da war er dann Zweiter vom Punkten her, ne, aber da gucke ich so, aber der ist doch ziemlich oft gestorben und dann sehe ich da einfach 9 Mal oder 11 Mal. Ja. Wie schaffst du das? Keine Ahnung. Alter. Ich denke mir nur so, was macht der Junge denn da? Is die Scheiße. Frisst die Scheiße. Kann der eine bitte rausgehen? Nö. Oh, 1400 Punkte. Okay, das geht ja noch. Das geht ja noch. Dollar. Ja, heute Vormittag habe ich schon ein paar Ründchen gespielt. Dreimal mit dem Klo, dreimal gewonnen. Einmal 9 zu 2, 6 zu 1 und nochmal 9 zu 2 an Kills. Und jedes Mal um die 1100 Punkte. Schon ziemlich mächtig. Das war in diesem Mahi-Mahi-Resort. So, ja, die ich nicht mag. Ich komme nicht rein. Ach so, ja, wir können gleich rausgehen, Princess, dann kannst du gerne dazukommen. Sorry. Hast du denn das richtige Team auch? Ori? Ori. Habe ich gerade nur gehört, anstatt sorry. Achso, Ori. Ey, Ori. Es gibt ein Spiel, das heißt Ori. Ja, in the Will of the Met. Eine Metwurst ist ein Wunder. Ich bin schon wieder gestorben. Ich bin schon wieder da. Alles ruhig, ich bin scharf. Gut. Wir akzeptieren hier nur scharfe Leute, Sir. Zwei. Komm her. Nein, nicht drehen! Hey, hau! Ich hab 3 und bin selber weg. Oh, hab ein. Bisschen random, aber egal. Ja, durch den Hai. Ich wusste gar nicht, dass er so eine große Reichweite hat. Wow. 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 Wow, eine Metwurst. Hab noch einen, hab den Quastotypen. Ich hab grad wieder keine Konzentration. Wieso habe ich vorhin so viele Kills gemacht und bin fast nicht gestorben und hab über 1500 Punkte gemacht? Hatte fast einen Herzinfarkt. Nö. War mettig hässlich. Sagen, ich traue mich aber jetzt auch nicht so ganz vor, irgendwie. Ach komm, hau ab, du Pinsel! Oh, ich hab einen. Ah! Hast du Appetit? Prima! Hast du Appetit? Prima! Hast du Disconnect? Prima! Hab nur einen? Ah, jetzt bin ich tot. Der Pinseltyp und der mit der Wanne, ne? Da muss ich gerade mal überlegen. Mit diesem Prima, diesem ganzen Scheiß-Song habe ich mir vorhin so eine behinderte Wortwahl einfallen lassen. Ausfallen wahrscheinlich.
bevor ich dir deinen Scheiß ausgucke. Guck mal übrigens bei den Leuten oben links. Ach, da ist er ja disconnected. Disconnected. Er ist natürlich Schmutz. Damit haben sie irgendwie gegessen. Ausgedacht, hier diesen komischen Text mit, Lemon ist für mich. Er ist wirklich. Ohne Disconnect geht's nicht. Platoon 3 ist für mich, erste Bürgerpflicht, ohne Disconnect geht's nicht. Oh shit. Orient the Blind Matt. Orient the Blind Matt Plus. Christo Matt. Ich hab noch meine Mitte schön eingepärt, aber das bringt auch nichts. Ich hab auch noch mal die Curling Bombe geschmissen. Ja. Jetzt einmal kurz raus. Wir müssen alle raus dann? Ja, geht mal alle raus. Raus. Ja, ich meine schon. Voll viele hatten auch vorhin dieses Standard-Bild, dieses Logo und Jungspund da drin stehen. Und dann habe ich so gesehen, die waren trotzdem am Deppen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt wieder cool und in ist. Sieh die fast gar nicht Bild deppen. Da reinzumachen. Vielleicht wollen die nur ärgern oder so. Ich habe keine Ahnung. Oder die ändern das einfach nicht rum. Keine Ahnung. Ich habe einen neuen Emote gekriegt, den wollte ich mir mal angucken. Dann mache ich doch mal kurz. Das ist ja gar nicht beim Splashtag. Ich habe ein neues Banner, 2 Stück. Cool. Ich muss auch mal gucken, ich glaube mit der Handy-App kriegt man auch wieder was Neues. Oh, und ich habe was Neues bei der Deko. Ich hole es kurz ab und dann mache ich eine neue Lobby auf. Jo. Prima. Oh. Eine Wunderkiste. Oh! Ich habe von jedem Fragment 3 Stück bekommen. Fragment? Ja, diese Effektfragmente. Geh damit zu Sid auf dem Platz, es lohnt sich. Von jedem 3 Stück. Durch so eine Wunderkiste. Ach so. Ja, die hatte ich, glaube ich, auch bekommen. Ah, ich dachte, ich bin besonders. Ja gut, wenn es jetzt was mit dem Dingsbums-Level da zu tun hat, ist klar. Ja. Ja. Ich beeile mich. Kurz bevor die Disconnects gekommen waren, ließ Satoru Iwata kräftig zurück. Ach nee, der lebt ja nicht mehr. Also lustig ist das gar nicht. Und guckte an. Alles verarscht werden, fief er. Mief. Halle, Snja, alle schnall. Was nenne ich das denn hier jetzt? Jeden Morgen kam der Bass in den Bahnhof und schiss in seinen Zug. Ach, da, ich düdel. Emotes, so. Los. Frostbeule habe ich gekriegt. Metbeule. Ja, ich bin keine Frostbeule. Obwohl das ganz niedlich aussieht. Ach, es ist kein Emote drin, wo ich so sage, yo, das geht voll klar. Nee, die sind alle. Ich sollte den Depper nehmen, vielleicht. Habe ich aber gar nicht. Ich hab ihn. Nehme ihn trotzdem nicht. Warum denn nicht? Warum denn nicht, Herr Senryu? Und warum denn nicht, Herr Asterix? So, Lobby ist offen. Weil dieser Tanz für dieses Spiel viel zu bescheuert ist, Herr Obelix. ja, was mache ich denn? Welche Idee? Eine Nase. Eine Metwurst. Der Hausmeister war's. Willst du mal was Verstörendes sehen? Mhm. Ich muss dir was auf Discord schicken. So, ich kann aber schon mal hier auch bereitklicken. Ich soll natürlich auch grüßen, bevor ich es wieder vergesse. Ach ja, und dann sollst du zurückgrüßen, bevor ich es vergesse. Ah, ist einfach toll. Ich werde zur Bude schreien. So, ist er schon da? Hier. So sind wir beide, wenn wir Salmon One spielen. Und vorher eine Runde pumpen waren.
Was ist das denn für ein Artwork? Ich weiß es nicht. Aber das links der Hausmeister auf jeden Fall. Ja, und der andere ist da derjenige, der die Bombe schmeißt. Ja. Der Bam. Ja, ich guck die ganze Zeit, ich habe immer noch keine Thumbnails für die Big Ones auf YouTube. Und also im Prinzip habe ich eins, aber ich habe da irgendwie keinen Bock dran zu arbeiten, weil ich nicht weiß, wie ich das Logo reinpacke, weil es gibt davon keine PNG. Und das ist halt auch echt scheiße auszuschneiden, weil ich nicht weiß, ob ich das mit den Lichteffekten und so. Jedenfalls habe ich dann, ich suche die ganze Zeit halt nach vernünftigen Bildern, ich bin tot. Und jedenfalls wurde, ich habe so viel Scheißbilder gekriegt. Und ich habe ein Lore-Video gefunden zu den Salmon One. Also warum es den gibt, seit wann es den gibt und so. Weil es wohl auch Liedtexte und so gibt, die man übersetzen kann und so. Und Texte generell. So. Jetzt sind die Seiten geklärt. Wir haben wieder ein Disconnect bei uns. Echt? Mhm. Ah. Ja. Alle. Wunderbar. Wahrscheinlich ist das am Anfang des Spiels. Das ist eine Minute schon gelaufen, das Match. Ach. Ja. Mann, hast du Disconnect? Ey. Prima. Ohne Disconnect geht's nicht. Hm? Cool. Disconnect schon am Morgen. Vertreibt Kummer und Sorgen. Disconnect ist für mich. Ja. Obwohl, warte mal. Hast du schon gedrückt? Nein, noch nicht. Ich weiß nicht, ob der Prinz ist. Ja, geh mal raus. Okay. Weißt du nicht, Kitty auch raus? Mann, ja. Ist das dämlich. Das war aber auch heute schon so. Also, immer wenn ich ein zweites Match starte, also immer auf Fortsetzen drück, dann ist zu 100% ein Disconnect gewesen. Wirklich. Ich musste immer neu reingehen. Ja, jetzt ist ja Princess rausgeflogen. Es kann jetzt entweder Internet sein oder halt, ja. Ja. Ja, das muss aber nichts heißen. Muss nicht das Internet sein. Kann einfach das Spiel wieder sein. Und mal 10 Kampf. Habe ich heute schon gehabt. Und auch gewonnen. Den hatten wir auch vorhin aber verloren. Und Kitty hatte wohl schon 2 vorher. Ja, am besten kriegt sie dann gleich noch die Meldung, ja, wenn sie sich kein Internet kaufen, dann können sie auch nicht spielen. Jetzt müssen wir 10 Minuten warten. Er kam noch raus, durch den, dann kommt die Info ja immer zu spät. Ah, okay. Ja, dann kannst du noch dazu joinen. Ist ja alles kacke einfach. Den letzten Mal hat doch eigentlich alles geklappt. Mhm. Ich glaube, das liegt wieder an diesem Kack-Splatfest, weil da nie irgendwas klappt. Nie. Ah. Sollte auch, glaube ich, gleich mal die Waffe wechseln. Aber nicht jetzt. Nee. Ah, ich hätte. Ah, ich hätte mir einen Snack-Coupon holen können. Na egal. Ohne Disconnect geht's nicht. Schweinebraten für den Streamer Bars. Aber nein, das ist doch Quatsch. Ich bin ein Zenryu. Niemals ein Bars. Ich hab doch nur einen Höcker. Was? Er hat doch dieses Drome da, hat er gesagt, oder? Nee. Ja, ich weiß. Oh, jetzt haben die Gegner Disconnect. Schön. Cool. Also heißt das nochmal von vorne. Ja, jo. Wow. Jetzt einfach weiterklicken, Leute. Ja, ist echt so einfach fortsetzen, weil das ist ja peinlich, muss ich mal sagen. Das ist echt peinlich. Ein vernünftiges Spiel ist ein Wunder. Vernünftiges Spiel ist ein Wunder. Nein, ich bin doch Nintendo. Ich habe nur Disconnects. Niemals ein ganzes Match. Ich habe doch nur eine Verbindung. Ich habe doch nur Peer-to-Peer. Disconnect. Ich nehme mal den Wappa. Den Match-Wappa. Jetzt habe ich voll den Ohrwurm. Und jede Wette, vielleicht kriegen wir noch einen Disconnect, dass wir alle aus der Lobby noch rausfliegen und nochmal wieder rein dürfen. Ja, bestimmt. Das ist doch Schmutz. Sie haben betrogen. Ich bin ein Betrüger.
Ohne Scheiß, wenn ich was zu sagen hätte bei Nintendo, ich würde jetzt einfach sagen, ja okay, dann machen wir jetzt in Splatoon 1 mal wieder ein Splatfest. Das habe ich ja auch nicht gescheckt. Die sagen so in Splatoon 2, ja, es gibt keine Splatfest mehr und dann plötzlich so, ja komm, wir machen noch Splatfest, das Spiel ist noch mega beliebt. Da kamen irgendwie 3 Stück und dann war es das so. Ja, toll. Aha. Macht man sich auch ein bisschen, wer da arbeitet. So, vielleicht schaffen wir es ja jetzt mal ein ganzes Match zu spielen. Man weiß es ja nicht, ne? Ich hab 2 Castos im Gegnerteam und einen Roller. Echt? Ja. Dann müssen die ja vorstürmen. Nö. Also Roller hatte ich heute noch keine fähigen, Leute. Discus, du verschwindet vom Server. Ja, ich wurde gerade durch den Rücken eines Klecks-Rollers gekillt. Auch geil. Warten wir mal noch 10 Sekunden ab. Vielleicht können wir dieses Match auch schon wieder vergessen. Nö, das also wenn jetzt noch irgendwie was passiert. Bis obwohl, jetzt noch, ne? Noch. Discus Du. Gibt's überhaupt Discus Du noch? Bei den neuen. Ich müsste mal wieder die neuen Sims folgen. Was ist eigentlich daraus geworden? Es sollten doch neue Futurama-Folgen kommen. Wo sind die denn eigentlich? Ach komm, triff mich doch. Junge, wenn du mich schon so kacke von der Seite anmachst, dann schieß mich doch auch tot. Und dann heißt er auch noch stirb. Bin irgendwie nur so halb motiviert jetzt so, weil ich gar nicht weiß, lohnt sich das jetzt nicht anzustrengen oder kommt gleich wieder ein Disconnect? So, ich spiel jetzt gerade ein bisschen unkonzentriert, muss ich ja sagen. Ja, weiß ich nicht. Gut. Der laggt auf jeden Fall, der mit den Dopplern. Der hat mich gerade nämlich noch 2-mal bis hinter die Wand getroffen. Und durch irgendwie was auch bin mit ich seinem gestorben? Rücken. Durch eine Bombe. Ja, ach. Ja, aber das hatten wir doch letztes Mal auch beim Splatfest. Das ist jedes Mal beim Splatfest. Die normalen Kämpfe machen schon so Probleme, aber die Splatfest noch mehr. Nur ich finde es auch so lustig irgendwie. Also ich gucke mir jetzt immer mehr so YouTuber an, die dann halt auch Splatoon spielen und dann halt so Erklärvideos machen und sowas. Und die erklären, reden nie über das Matchmaking und über die Disconnects. Ich denke mal auch hauptsächlich, weil die halt von Nintendo halt gefördert werden. Aber trotzdem, das die Hälfte des Spiels ist ja nicht spielbar. Also, das musst du ja irgendwie ansprechen. Auch wenn du von denen finanziert wirst. Da hat doch keiner die Eier zu. Ich hab einen. Bei uns in der Base. Ja, die sind alle bei uns in der Base. Jetzt komm doch her, du Schwein! Ja, kill mich! Oh, einer war ja nur links wieder jemand. Wow. Das ist doch nicht wahr, ey. Bist raus. Princess schon wieder. Ah, ich hab einen noch. Was ist los, Princess? Geht bei dir das Internet oder liegt es im Spiel? Also jetzt blöd gefragt. Oh, die anderen beiden waren bei mir. Warum war kein Teammate bei mir? Cool. Ich bin hier in der Base, weil ich die ganze Zeit von ich habe einen Bannenschwapper und ich kann damit nichts machen. Erleben Sie Disconnect auf die besondere Weise. Ich glaube, das ist ein Grund, warum ich in letzter Zeit die spiele. Ja, warum auch nicht? Keine Ahnung, ich spiele mit Kabel. An der Switch hast du ein Internetkabel? Cool. Ich bin jetzt am Überlegen, die haben die, anscheinend kommt eine limitierte Switch im Zelda-Design, die OLED-Switch, und ich hätte die schon gern, aber 300 Euro dafür ausgeben, ich weiß nicht. Sollen wir jetzt auf fortsetzen oder auf beenden? Weil ja, auf beenden, dann kann Princess wieder. Achso, das ist der nächste tolle Tanz. Wow. Ja, obwohl den finde ich okay, oder? Ja, auf jeden Fall besser als der erste, aber ja, deswegen. Immer noch nicht gut. Oder cool. Also, rausgehen oder fortsetzen? Ja, raus. Der trägt an die Switch. Okay. Cool, wir haben Punkte bekommen. Ja. Ey, Tadeus. Was denn? So. Komm, ich hole mir jetzt nochmal einen Essensbonus. So. Ja, Geld. Oh. Ein Stecker dazu. Ja, ich weiß, was du meinst. Was hast du für eine Waffe? Ich habe mir jetzt mal die N-Zip mit dem Energy. Ich nehme mir dann den Questo. Den Questo. Was ist eigentlich, wenn man da die schneller Schwimmfähigkeit mit dem Energy sich reinzieht, dann fliegst du von der Map.
will Zelda Tears of the Kingdom zocken. Ich auch! Ich auch! Deswegen, wir spielen ja die Tage dann Breath of the Wild, habe ich ja schon gesagt. Nee, erstmal noch ein bisschen disconnecten. Ja, okay, das jetzt würde ich aber auch mal disconnecten. Ah, ja. 8 Minuten warten. Ja, gut, Belenus, dann starten wir schon mal. Gib mir Kraft. Hast du überhaupt gesehen, was für ein Lernsaft das war, den ich dir geschickt habe? Also wie viel da drin war? 2 Liter, oder? Ja. So, bestimmt einer von Benny gewesen, oder? Ich war gestern bei dem. Ich wollte okay. eigentlich nicht. Und dann hat er gesagt, so ja, der ist jetzt die nächsten Wochen, geht das bei ihm nicht so, bei ihm treffen? Also schon treffen, aber nicht bei ihm in der Wohnung. Lass das dann jetzt doch mal machen. Ich so, ja, okay, komm. Und der so, ja, willst du ein Bier? Ich so, ja. Hier, ein Mega 2 Liter. Also ohne Scheiß, ich habe da noch am nächsten Tag von getrunken, weil ich dort gepennt habe. Ja, und dann, ich wurde voll müde. Die ganzen Tag war ich schon müde, weil ich ja noch so früh zum Arzt musste, wegen diesem Blutdruckscheiß und so. Und dann sage ich so, ja gut, dann mach mir halt so ein Getränk fertig, vielleicht werde ich davon wach, so mit Energy und so. Ja, dann trinke ich das, in dem Moment höre ich das dann neben mir schnarchen. Ich so, ist das jetzt dein Ernst? Ja, und ich war dann hellwach. Ich war hellwach in dem Moment. Ich glaube, ich hätte dann mit Absicht voll die Mucke voll laut angemacht. Das bringt bei dem nichts, ohne Scheiß. Weißt du noch, als ich dieses Bett hatte, dieses mit den Lautsprechern drin? Ja. Bist du auch mal jemand dann... Direkt vor an den Lautsprechern ist der eingepennt. Und dann ist der morgens früh irgendwie um 6, es war wirklich pünktlich 6 Uhr, ist der so hoch geschreckt wie der Undertaker. Und so, ich muss zur Arbeit. Hat er geschafft. Das ist ein Monster. Naja. Ah! Meinst du, unser Mathelehrer lässt sich auch mal disconnecten? Stell dir vor, der spielt auch dieses Spiel und streamt das auch. Oh. Nein, und dann habe ich keine Tinte. Von hinten, ich hatte 2 gekriegt. 2. Oh, ich habe den Dex-Roller. Ist bezaubernd. Das ist nett, Wurst. Hat den mit der Dopplerwaffe, weil der meinen Turm kaputt schießen wollte? Ja, moin, geht das? Weiß ich nicht, ich versuch's immer, aber es geht. Ich glaube, der geht nur kaputt, wenn man den killt oder so. Obwohl, geht das auch? Nein! Och Mann, ich sterb hier nur! So ein Arbeitszombie. Ja! Keine Ahnung, es haben Leute halt echt so eine Beherrschung. Oder halt auch so zeitlich so ein Rhythmus. Ja, dann immer, wenn ich runterspringe. Versuche ich mal durchzustimmen. Ach, du bist da. Da, oh. Ich könnte ja auch mal die Ulti aktivieren, das wäre erstmal ganz nett. Oh, der ist erstmal durch meine. Ja, perfekt. Durch meine Tinte wieder durchgeschwommen. Ich habe ihn zwar noch gekriegt, aber deswegen bin ich dann durch die Kugel gestorben. Geil. Stirb! Nein! Der Typ mit der Dopplerwaffe tut so, als ob er schießen würde, aber hat gar keine Tinte. Hä? Ist er besoffen oder so? Ich verstehe gar nichts mehr. Danke. WTF, wie viele Coolkugeln noch? Alle. Hab den Flexroller, auch wenn der irgendwie nicht so ganz der Fähige ist. Hab den anderen hier bei uns in der Base auch noch. Ja, da waren 3 Toten im Gegner. Hab nur einen. Super. Hab leider Kleckswoller jetzt bei mir gespawnt. Das musste jetzt nicht sein. Von allen 4, die bei mir hätten spawnen können, ist es der Kleckswoller, war ja klar. Ah. Naja. Naja. Ah, doch. Vielleicht. Mhm. Ja, immerhin. Ja, ja gut, dass ich bei denen immer versucht habe zu clearen. Also ich probiere noch eine Runde und wenn es nicht klappt, soll es nicht sein. Ja, ich glaube, wir müssen sowieso noch eine Runde machen, weil du ja nicht reinkommst gerade, wenn du 8 Minuten warten musstest. Ja, okay, der ist auch wieder Splatfell im Schwund. Ja, ja. Okay. Also sie meint halt 8 Minuten und ich glaube, eine Runde geht ja, glaube ich, nur 3 oder so. Ah,
Ja, ja, das ist echt kacke. Vor allem, als ob sie jetzt schuld ist, dass sie... Ja, ja, ich... Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Betrug. Ja, das ist halt echt Betrug. Oh, ich habe 4-mal den Energy gesetzt. Und der Bast ist nur 6-mal gestorben. Und 6-mal habe ich dafür Leute gekillt.